Die Siegesserie der Spreefüchse Berlin, sie geht nicht weiter. Eine knappe, eine unnötige Niederlage zu Hause, 29:32 gegen die SGH 2Q Herrenberg. Ist natürlich eine schwierige Situation. Herrenberg war mit uns auf Augenhöhe und wir haben einfach viel zu viele leichte Fehler gemacht, vielleicht leichte Tore bekommen und im Endeffekt war unser Abschluss nicht immer zu 100%. Die Berlinerinnen konnten die Partie in der Hinrunde noch mit 21:20 auswärts gewinnen. Dennoch wussten alle, dass die Gäste stärker geworden sind. Dadurch, dass die zwei Tabellenplätze unter uns sind, sind wir mit einem, sag ich mal, gemischten Gefühl reingegangen. Das war ein Spiel, was man hätte gewinnen können, aber auch, wie wir es jetzt getan haben, man kann es auch verlieren. Genauso war auch die Einschätzung, also es ist ein Gegner auf Augenhöhe gewesen und wir wussten, dass das ein hartes Spiel wird. In der ersten Halbzeit zeigten sich beide Mannschaften zunächst etwas unsicher. Sie tasteten sich sozusagen an die jeweiligen Stärken und Schwächen des anderen heran. Tore fielen im Wechsel, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite, doch schon bald holten sich die Damen der SGH 2Q einen Torevorsprung. 3 Tore waren sie in Front bis zur Halbzeit. 15:12 für die Gäste, so ging es in die Pause. Wir haben viel zu viele einfache Fehler gemacht, gerade in der Abwehr. Das müssen wir verbessern und natürlich im Abschluss vorne, gerade vom 6-Meter-Raum, haben wir einfach verworfen. Nach der Pause schien es zunächst so, als hätte die Teambesprechung in der Kabine mit Trainer Gonzalo Neto da Silva Miranda Wunder gewirkt. Die Spreefüchse kamen einem Torevorsprung immer näher, doch die Damen aus Baden-Württemberg konnten auch hier wieder die Defensive stärken, sie dicht halten. Bis zur letzten Spielminute wurde gekämpft. Am Ende waren es aber die Damen der SGH 2Q aus Herrenberg, die jubeln durften, die Siegerinnen. Was jetzt besprochen wurde, ist gerade der Abschluss am 6-Meter-Kreis, dass wir das einfach verbessern müssen und in der Abwehr viel mehr auch als Team funktionieren müssen, wenn jetzt einer einen Fehler macht, dass der nächste hilft und dass man sich auch einfach darauf verlassen kann, dass da jemand ist. Jetzt heißt es, aus den leichtsinnigen Fehlern lernen, um vielleicht eine neue Siegesserie zu starten. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.